Mein Name ist Thomas Zuber. Ich bin Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Pyra. Es liegt in Österreich, genauer gesagt in Niederösterreich. Zu unserer Schule, zum Betrieb, gehört eben der Lehr- und Versuchsstall, der knapp 60 Milchkühe beherbergt. Die Kühe sind alle der Rasse Fleckvieh. Bei einer Leistung von knapp 10.000 Kilogramm Milch mit 4% Fett und 3,60 Eiweiß. Der Betrieb selbst umfasst eine Fläche von 160 Hektar, wovon 70 Hektar Landwirtschaft sind und der Rest ist Forstfläche. Auf den landwirtschaftlichen Flächen wird hauptsächlich Futter für unsere Tiere produziert, aber auch Weizen und Mais für den Markt produziert. Die Besonderheit an unserem Betrieb ist eben, dass wir ein Lehr- und Versuchsbetrieb sind. Wir probieren auch neue Dinge in der Produktion aus, aber die Hauptausrichtung ist eben die Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler, die bei uns 3 Jahre verbringen. Und die enge Kooperation mit unserem Nachbarbetrieb, mit der Betriebsgemeinschaft Perschlingtalmilch, wo ebenfalls 350 Fleckviehkühe gehalten werden, die auf 4 Melkrobotern eben gemolken werden. Die Rasse Fleckvieh hat für uns eben den Vorteil, dass wir eine ordentliche Milchleistung haben mit guten Inhaltsstoffen und zusätzlich noch eine robuste Rasse mit guten Fundamenten, mit guter Klauengesundheit und, das ist für uns das größte Argument, ein gut mastfähiges männliches Kalb. Wir mästen die männlichen Kälber auch hier im Betrieb bis zu einem Gewicht von rund 780 Kilogramm und erreichen Zunahmen von knapp 1500 Gramm, was für eine Kombinationsrasse wirklich sehr zufriedenstellend ist. In Summe ist es eben die wirtschaftliche Kombination von Milch und Fleisch, die für uns die Rasse Fleckvieh so interessant macht. Die landwirtschaftliche Schule und die landwirtschaftliche Ausbildung ist vor allem darauf ausgerichtet, eben die nächste Generation auf den Höfen auch mit modernen Produktionsformen vertraut zu machen, die Ausbildung eben so zu gestalten, dass die nächsten Jahrzehnte auch das Werkzeug vermittelt wird, das eben auf den Höfen unter unseren Strukturen, und Österreich ist eben ein kleinstrukturiertes Land, ein Spezialitätenladen, durchschnittlich knapp 20 Kühe, braucht auch mehr als nur Milchproduktion. Die Schüler bekommen hier ein breites Werkzeug von der Produktion über die Vermarktung, über die Veredelung, und das wollen wir eben den Schülerinnen auf den Weg mitgeben. Die Schülerinnen und Schüler haben eben hier im Betrieb die Verantwortung, dass sie auch mitarbeiten, teilweise auch wirklich Verantwortung übernehmen, auch für einige Tage den Betrieb führen. Natürlich immer unter Anleitung und Begleitung von Ausbildnern. Aber der landwirtschaftliche Betrieb, der Lehr- und Versuchsbetrieb wird intensiv in die Ausbildung mit einbezogen. Es sind jeden Morgen und Abend bei der Stallarbeit Schülerinnen und Schüler dabei, bei den Erntearbeiten. Also wir versuchen wirklich, die Ausbildung hier am Betrieb praxisorientiert, praktisch durchzuführen. Also die verschiedenen Melksysteme haben den Grund, dass sich auch Landwirte hier im Betrieb von den Systemen überzeugen können und sich für sich das Geeignete probieren können und aussuchen können. Das heißt, wir sind auch ein Demonstrationsbetrieb für die praktischen Landwirte. Und natürlich haben wir mit den verschiedenen Melksystemen auch den Vergleich und vor allem auch den Beweis, dass unsere Kühe, die Rasse Fleckvieh, auch eigentlich in allen Systemen tadellos bis sehr gut funktioniert.